Herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Quatschgau hier am Start. Oh, die Menschen stehen jetzt alle nicht mehr. Und ich kann die plündern. Zum Beispiel Trockenobst und Äpfel. Groschen. Ich glaube, die sollte man mitnehmen. Das ist zwar nicht gerade nett, die Alten zu beklauen, also die Toten zu beklauen. Aber ich glaube, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Vor allen Dingen an Kohle, also an Geld. Ich versuche nicht über euch drüber zu laufen, aber manchmal ist es halt so, ne? Also hier haben sie die Leute dann noch verbrannt. Und hier tot zurückgelassen. Ist natürlich nicht schön, wenn man sich das mal betrachtet. Jetzt regnet es auch noch. Passt ganz gut zu den derzeitigen. Oh, hier ist eine Fackel gewesen, aber die brauche ich jetzt nicht. Hier ist noch ein Groschen. Den nehmen wir mit. Das sind alles Bauern, die jetzt hier den Tod dann fanden bei dem Überfall von Sigismunds Armee. Und jetzt regnet es hier richtig hart. Oh, ein Verband ist immer gut. Das nehmen wir mal mit. Vielen Dank, meine Lieben, auch wenn es euch jetzt natürlich nicht mehr weiterhilft. Wir gehen jetzt und schauen mal, dass wir meine Eltern finden, also die Eltern finden. Die Pferde wurden natürlich auch abgeschlachtet. Keine Frage. Ja, man sieht, welche Zerstörung hier auch angerichtet wurde, ne? Also es gibt einige Häuser. Die sind scheinbar da noch von ausgenommen worden. Sollten uns mal umsehen, ob wir irgendwas finden können, wo wir vielleicht irgendwas mitnehmen können, was uns helfen kann, denn hier hilft es ja nun mal leider keinen mehr. So, der Regen hat aufgehört. Ja, schlafen müssen wir jetzt nicht. Ja. Dann gehen wir hier mal rein und suchen dann doch mal nach den Eltern. Schon sehr beklemmt hier die Stimmung gerade. Hier glüht's noch und brennt's noch. Also hier haben wir wirklich ein horrendes Ausmaß dieser Gewalt. Gut, hier gibt es anscheinend auch nichts, was wir noch mitnehmen könnten. Deswegen laufe ich jetzt mal ein bisschen schneller und weiter. Ist ja die. Hey, da sitzt ja einer. Oder? Hey, du. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Okay. Komm. Na, Anstoß. Wir wollen ja niemanden quälen. Das ist ein Bandit gewesen. Den haben wir jetzt aber auch etwas kaputt gemacht. Ah, mein Auge juckt. So, jetzt geht's. Auch Pfeile überall drin steckend. Denn hier oben? Müssen noch ein bisschen aufpassen hier.
Oh, ist versperrt. Da können wir also nicht mehr rein. Was ist denn mit dieser Kirche da oben? Ach, da kommen wir ja her. Wo sind wir denn aktuell? Ach, das ist ja Rovna. Wollte nach Scarlet's. Ja, aber ich brauche ja mein Pferd auch, oder? Ach so, nee, er hat sogar gesagt, wir sollten lieber so weitergehen, weil alles andere könnte eventuell zu gefährlich sein. Gucken wir uns hier unten noch ein bisschen um. Hier haben wir den Plünderer ja erlegt, okay. Da hinten ist die Siedlung. Und bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es das Beste ist, jetzt hier auf der Straße entlang zu laufen, aber was soll's. Naja, das hilft mir alles nicht. Ich brauche die Verbände. Die Verbände sind gut. Also das Essen lasse ich jetzt mal liegen, wobei man mir gesagt hat, ich sollte alles mitnehmen. Man braucht nämlich alles, um es zur Not zu verkaufen. Oh, eine Axt. Die nehme ich mit. Die Britze auch. Ich glaube aber, die Axt würde hier nichts verändern. Nee, die würde eher dafür sorgen, dass ich weniger Schaden mache. Mein Herr Radwigs Schwert macht halt 49 Schaden. Also hier 49er Nahkampfwert. Ist halt doch deutlich besser. So, also Banditen plündern inzwischen. Da müssen wir natürlich auch. Jetzt habe ich mich. Ja, der Köhler. Da ist jetzt nicht mehr viel mit seinen Waren. Da hinten ist Scarlet's. Ja, hier ist jemand aufgehangen worden. Das Haus ist quasi verbrannt. Hier sehen die Häuser aber noch halbwegs gut aus. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese Armen? Niemand wird rausfinden, warum. Ich könnte mal tatsächlich so versuchen, so einen Verband zu benutzen. Wir haben ja einen Verband hier. Anwenden. Okay, ich kann keinen Verband anlegen, da ich nicht blute. Aber ich könnte mal was essen, ganz kurz. Trockenobst. Essen. Das heilt mich dann auch. Zumindest etwas. Puh. Beklemmendes Gefühl, jetzt hierher wieder zurückzukommen. Mann, 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 Mann. Was für eine Sauerei hier. So, wo gehe ich denn jetzt rein? Was ist hier los?
Wer ist da? Was machst du denn da? Hey, was hast du vor? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Oh. So. Banditen. Edle Schuhe. Plattenellbogen, Kacheln. Nehmen wir mal alles mit. Was kann ich denn? Geflickte Beinlinge. Wir haben gerade noch gar nichts, ne? Wir haben eine Beinhose. So, dann tragen wir doch mal die. Das grüne Hemd haben wir ja abgezogen. Jagdhandschuhe haben wir hier. Die haben eine schlechtere Haltbarkeit. Das Lederwams habe ich schon ein bisschen gemacht. Das Leinen-Google. Das ist Quatsch, anscheinend. Der Nackenschutz, den haben wir ja. Plattenellbogenkacheln. Das würde unser Charisma auch runtersetzen. Wahrscheinlich, weil wir dann so ein bisschen bewaffneter aussehen. So, wir packen das mal wieder ein. Hey. Ja. Fackel packen wir auch mal ein. Wir wollen jetzt nicht so sehr auffallen. Wir sind ja schon auffälliger als alle anderen. Eigentlich sieht Scarlett gar nicht so schlecht aus, just in dem Moment. So von der von dem Zerstörungsgrad her. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Kommt sogar noch Rauch aus dem Schornstein. Ich will da mal hingehen. Hier ist aber auch echt alles verwüstet worden. Hier steht ja auch nichts mehr auf den einen Stein, auf den anderen steht hier nicht mehr. Übel. Komm, gehen wir mal. Machen wir später vielleicht noch, weil ich weiß jetzt aktuell auch nicht. Ob da irgendwie irgendwas lauert. Also erstmal hoch. Okay. So, hier geht's schon mal nicht rein. Das heißt, wir suchen uns mal unseren Weg an der Seite. Passen mal ein bisschen auf, dass wir jetzt hier nicht irgendwie gesnackt werden von den Wachen oder Banditen. So, also wir sind kurz vor Scarlett's. Ich guck mal eben auf die Map.
Wo haben wir denn noch Eingänge? Hier ist die Burgmauer. Hier sind wir runtergekommen. Ja, dann benutzen wir doch das. Gehen wir doch mal eben runter. Und hier irgendwo war auch das Haus von der... von dem Mädchen. Ich meine, es war das hier. Ja, total zerstört. Keine Chance. Gut, was mit ihr passiert ist, werden wir wohl nicht erfahren. Ja, lasst uns eben mal hier hochgehen. Hier müssten wir eigentlich bei der Burg rauskommen. Da müssten wir auch eigentlich da rauskommen, wo wir von wo wir aus geflohen sind. So viele Orte, die jetzt hier quasi noch drumherum liegen. Ich frage mich, ob ich das eigentlich alles auch hätte erkunden können. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Die Burg ist auch ausgeräuchert worden. Kacke. Also hier komme ich auch nicht mehr rum. Ach, ist doch blöd. Die Mauer hat auch kein Loch, so wie das aussieht. Dann müssen wir noch weiter rum. Da unten brennt ein Lagerfeuer, oder? Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier jemand. So, dann laufen wir einfach mal weiter, weil ich weiß, dass es hier drumherum ja dann auch einen Eingang gibt, den wir dann vielleicht nehmen können. So, wir machen das jetzt auch noch so lange, bis ich den Eingang gefunden habe. Einen Eingang, den wir benutzen können. Aber alle Eingänge sind hier versperrt. Ich muss mal eben die Tür öffnen. Also weiter drumherum laufen. Dann bin ich auch echt schon einmal fast komplett rum, ne? Also da sind wir schon fast am Haupttor. Dass so klug ist, sei mal dahingestellt. Aber hier kommen wir jetzt tatsächlich endlich mal rein. Alles nix, was wir gebrauchen könnten. Ah, guck mal. Was hast du hier zu suchen? Es
So, reden wir doch mal mit ihnen. Ich lass dich laufen. Aber die Waffe bleibt hier. Nun gut. Okay. Knüppel nehmen wir mal mit. So. Jetzt sind wir in Scarlets. Der Vogt. Er starb mit dem Schwert in der Hand. So, haben wir ihm mal den Groschen gesnackt. Scherbe. Jetzt war auch ein bisschen überfrachtet langsam, ne? Scherbe. Ne, er hat weniger. Ist weniger wert. Also was heißt wert? Hat einfach nur weniger. Look. Ekelhaftes Wasser. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen, hast sie nicht im Stich gelassen, wie ich. Irgendwo muss ja auch seine Freundin sein, also die Freundin, die wir bisher hatten. Biancas Ring. Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Den Ring nehmen wir mal mit und den Ritterschnaps auch. Denken an dich mit, meine Liebste. Gut. Eben kurz mal gucken, ob hier noch irgendwo was drin ist. Was wir mitnehmen könnten. Ansonsten kommen wir jetzt unserem Ziel verdammt nah. Um unsere Eltern zu finden. So, Zwischensequenz. Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ja. Wäre ratsam. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter liegen. Ich erinnere mich auch. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Definitiv bedrückte Stimmung und ja. Schaffe dir eine Schaufel. Okay, wir gucken mal, ob er jetzt hier zwischengespeichert hat.
Scheint jetzt im ersten Step nicht so. Dann trinken wir auf das Ding jetzt hier erstmal einen Retterschnaps. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, euer Crunch gesagt. Bis dahin, haut rein. Ciao.